Moin, der Wolfgang hier vom schönsten Ort Europas, St. Peter-Ording, inklusive Spielwarenmundkind. Ja, derzeit Corona-technisch sind wir, wie ihr auch, ziemlich abgeschottet, aber nichtsdestotrotz, ich zeige euch mal etwas, was ihr trainieren könnt, damit ihr das nächste Mal, wenn ihr bei uns seid, ja, dass ihr euch ein bisschen mehr einbringen könnt, dass nicht immer ich die Karten mischen muss, ne? Ich zeige euch mal, wie ich das mit den Karten mischen mache. Ich nehme einen Kartenstapel. Ich bin jetzt Rechtshänder, nehme ihn so zwischen den Mittelfinger, dem Ringfinger und den Daumen in die Hand. Mit dem Zeigefinger drücke ich hier so ein bisschen gegen, sodass ich Spannung erzeugen kann. Lasse jetzt über den Daumen die Hälfte der Karten in meine linke Hand gleiten. Nehme den Zeigefinger, stecke ihn dazwischen und kippe das Ganze hoch gegen Daumen. Jetzt habe ich auf beiden Seiten genau die gleiche Haltung. Lasse die beiden jetzt ineinander gleiten, drücke, schiebe sie ein Stück ineinander und drücke mit dem Daumen gegen, sodass die Karten ineinander fachen. Noch einmal, etwas schneller gesehen, wir trennen, ich übernehme, fächer sie ineinander und drücke die Karten hoch. Nachdem das einmal so ineinander gefächert wurde, nehme ich den unteren Teil, lasse ihn in meiner linken Hand, lege ihn nach oben, nehme wiederum den unteren Teil, lege ihn wieder in die obere Hand und habe zweimal abgehoben. Noch einmal im Ganzen, einmal hier trennen, ineinander fächern, hochdrücken und zweimal abheben. Fertig. Jetzt bist du dran. Üb das mal. Und wenn du das nächste Mal bei uns bist, ja, dann geben wir uns ein Mischduell. Ich freue mich auf dich.